Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Mein Name ist Marinja und ich nehme dich heute wieder mal ein bisschen mit durch meinen Alltag und zeige dir, was ich so gegessen habe. Und ich teile das mit dir einfach als Inspiration, falls du Lust hast, ein bisschen inspiriert zu werden und bin immer der Meinung, dass jeder für sich selbst entscheiden darf, was ihm gut tut und was nicht. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei den Gerichten. Heute gibt es bei mir gebratene Kichererbsen mit meiner Lieblingsgewürzmischung aus Kurkuma, Curry, Salz und Paprika edelsüß, angebratene Zuckerschoten, Gurke und ein bisschen Tomate ist da noch drin. Und das war's. Heute gibt es bei mir einen Salat. Da habe ich reingemacht Blattsalat und Rucola. Dann sind hier rote Zwiebeln, Sesam, Kürbis und getrocknete Tomaten eingelegt in Öl. Und das Dressing besteht aus dem Öl der getrockneten Tomaten, weil das Glas war leer und dann habe ich das Öl verwendet fürs Dressing. Apfelessig, Kräutersalz, etwas Süße. Und das war's auch Und zu dem schon. Salat, den ich euch vorher in der Küche in einem etwas besseren Licht gezeigt habe, gibt es auch noch gekochte Kartoffeln, die ich darunter gemischt habe. Und genau, das wollte ich noch dazu sagen, dass die da auch noch drin sind. Heute gibt es einen Tofu angebraten in Kokosöl mit Sojasauce und Sesam. Etwas Gurke mit Salz und Austernpilze in Soyola angebraten mit Paprikapulver und Salz. Heute gibt es eine Gemüsesuppe, die habe ich mir gerade gemacht und da ist drin Zwiebel und Knoblauch in Öl angebraten, dann Blumenkohl, Chinakohl, Karotten, Kartoffeln dazugegeben und mit angebraten. Dann habe ich es mit Wasser abgelöscht und Gemüsebrühe dazugegeben. Und am Ende habe ich noch Sojasauce und Basilikum reingegeben, so zum Würzen. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Heute gibt es ein Apfel-Zimt-Porridge. Das habe ich mir vor ein paar Tagen gemacht und das war so viel, weil ich die Menge nicht abgemessen hatte, dass ich das einfach die letzten 2 Tage auch gegessen habe. Und da habe ich noch frische Haferflocken drauf gemacht und frische Heidelbeeren. Und da habe ich das Ganze einfach nochmal mit Haferpflanzendrink aufgekocht und das esse ich jetzt. Und einen Cappuccino und ein Wasser. Heute gibt es einen Salat. Ich bin gerade fleißig dabei, meinen Laptop zu ordnen und viele Kundenkontos zu überarbeiten und zu löschen und neu zu strukturieren. Und ich habe mir jetzt einen Salat gemacht. Da hatte ich noch Salat ausgewaschen und habe Feldsalat drunter gemischt und in einer Pfanne Austernpilze, Champignons und Tofu einfach naturbelassen angebraten und das jetzt darüber gegeben und Sesamsamen darüber gestreut und ein Dressing gemacht aus Erdnussmus, Tahin, Sojasauce und Wasser. Und das esse ich jetzt als Mittagessen. Heute habe ich mir ein glutenfreies Brot, das mein Freund gebacken hat. Der kann das nämlich sehr, sehr gut. Und beide können wir das mittlerweile sehr gut. Habe ich mir in etwas Soyola Margarine angebraten und dann
habe ich mir darauf veganen Käse gemacht und der ist leicht geschmolzen. Und in einer anderen Pfanne habe ich Kichererbsen, Zwiebel, Knoblauch und Champignons angebraten. Dann habe ich mir noch kleine Tomaten hergeschnitten und Feldsalat ausgewaschen und habe dann das Brot mit dem Feldsalat belegt und dann das angebratene Gemüse darüber gegeben, mit Rosmarin, Paprika edelsüß und Salz gewürzt und obendrauf noch die Tomaten als Topping. Heute gibt es einen Kartoffelblumenkohlauflauf, vegan natürlich, mit Gurke. Und bei dem Auflauf habe ich Zwiebel, Knoblauch und den Blumenkohl und Kartoffeln kurz angebraten. Dann habe ich eine Soße gemacht aus Haferdrink, Kartoffelmehl, Muskat, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Edelsüß, Gemüsebrühe und veganem Käse, den ich klein geschnitten habe. Und die Soße habe ich dann vermischt und dann darüber gegeben, als ich das kurz angebraten hatte. Dann habe ich es in eine Auflaufform gegeben und habe noch mal ein bisschen Käse darüber gegeben. Dann habe ich es bei 200 Grad Ober-Unterhitze ungefähr 30 Minuten gebacken. Heute gibt es nochmal meinen Blumenkohl-Kartoffelauflauf, den ich gestern gemacht habe und auch gestern gefilmt habe. Und eine Avocado und Gurke. Heute habe ich wieder ein Granola vorbereitet. Das mache ich mir immer wieder mal und bisher wird es auch immer leer. Das heißt, wir essen es sehr gerne. Und heute habe ich reingemacht Haferflocken, Kürbiskerne, Walnüsse, Sonnenblumenkerne, Mohn, Kokosflocken, Leinsamen, Chiasamen. Und dann kommt immer noch ein bis zwei Esslöffel Kokosöl, das flüssig gemacht wird, darunter und eine Prise Salz und ein bisschen Zucker. Normalerweise gebe ich immer Agavendicksaft oder selbstgemachten Honig drunter, aber das ist bei uns leider gerade leer, deshalb habe ich ein bisschen Zucker darunter gemischt, aber nur so ungefähr 2 Teelöffel. Genau. Und das kommt jetzt für ungefähr 10 Minuten bei 160 Grad in den Backofen. Heute gibt es einen Feldsalat. Den habe ich einfach ausgewaschen und auf dieses Teller gelegt. Dann habe ich mir Tofu-Streifen angebraten und mit Sojasauce abgelöscht und Sesam darüber gestreut. Und Bratkartoffeln mit Zwiebel, Kümmel, Paprikapulver, Edelsüß und Salz. Und eine halbe Avocado. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Heute gibt es wieder mein geliebtes Rührtofu. Ich mache das ja immer auf meine Art und Weise. Und heute habe ich es auch klassisch gemacht, wie ich es eh schon öfter in Food Diaries erwähnt habe, wo ich Tofu zerbrösel und in etwas Öl anbrate. Dann habe ich heute dazu gegeben Curry, Kurkuma, Kalanamak-Salz. Das mache ich nicht immer drüber, nur wenn ich Lust drauf habe, auf diesen Geschmack. Dann ein bisschen normales Salz und Paprikapulver edelsüß. Und ein bisschen Champignons habe ich noch drunter gemixt und Tomaten und Rucola. Und hier habe ich glutenfrei selbstgebackenes Brot. Das habe ich gestern gebacken mit Leinsamen drin. Und nur oben ist ein bisschen Roggenmehl, aber innen drin gar kein Mehl, also kein glutenhaltiges Mehl. Und Margarine. Heute gibt es einen Salat. Jetzt ist es schon dunkel, aber ich habe das Licht angemacht. Ich hoffe, man sieht es gut. Und darunter Salat aus Feldsalat und Rucola. Und Karottenspirelli, wo ich mir Spiralen gemacht habe mit dem Spiralschneider. Dann habe ich ein Dressing gemacht, einfach aus Öl, Agavendicksaft, Salz und Apfelessig. Und habe Süßkartoffeln und Kichererbsen auf ein Backblech gegeben
Und ohne Gewürze bei 200 Grad ungefähr 30 Minuten oder 40 Minuten gebacken und die einfach darüber gegeben. Heute gibt es zwei glutenfreie Brote mit Avocado und Tomate und ein Brot ist mit Salz und ein Brot ist mit Salz und Kalanamak und ein Cappuccino und ein Wasser.